Sie unterzeichneten ein Abkommen. Der Görlitzer Vertrag besiegelt die Oder-Neiße-Grenze. Es gibt kein Zurück. Otto Grote wohl rief aus: Wer gegen dieses Abkommen hetzt, hetzt zum Kriege. Wer für die Erfüllung dieses Abkommens wirkt, wirkt für den Frieden und die Freundschaft der Völker. Und trotzdem? Meine Eltern haben immer gehofft, dass es nochmal, also bis so Mitte der 50er Jahre, immer die Hoffnung gehabt. Nein, wir kommen wieder zurück und ich verrate das nicht und so. Und das hat natürlich auch ein bisschen abgefärbt, nicht? Also man hat dann nur gesagt, na, wenn der Opa, wenn der erfahrene Mensch da so dran glaubt, dass wir mal wieder, dann wird da schon was dran sein. Trotz aller Propaganda ist bei vielen älteren Vertriebenen die Stimmung schlecht. Die Lageberichte der Partei und der Ämter dokumentieren einen großen ideologischen Nachholbedarf. Bohrende Fragen werden von den Vertriebenen gestellt. Warum schenkt man dem polnischen Staat derart große Landstrecken? Leben in der DDR nicht zu viele Menschen auf engem Raum? Und ist die DDR in der Lage, die Menschen zu ernähren? Warum wurden wir ausgesiedelt? Alle Fragen werden natürlich positiv geklärt. Wo das nicht gelingt, greift der Staat zu anderen Methoden. 1950 im Zusammenhang mit dem Abkommen über die Oder-Neiße-Grenze mit der Volksrepublik Polen wurde dann auf verstärkte Repression gesetzt. Äußerungen, die diese Grenze in Frage stellten, wurden unter Strafverfolgung gestellt. Jegliche Organisation, jeglicher Zusammenschluss von Vertriebenen untersagt. Wie groß der Widerstand gegen den neuen Staat gerade an der neuen Grenze immer noch ist, erweist sich am 17. Juni 1953. Görlitz, ein Zentrum des Arbeiteraufstandes. Die ehemaligen Köslitzer mittendrin. Da haben wir nur gemerkt, dass dort die ganzen Papiere aus dem Fenster geworfen waren. Da lag alles schon rum. Da sind wir durch dieses Chaos durchgegangen und nach Hause gegangen. Dass das eine Aufbruchssache gewesen ist und diese politische Dimension, habe ich jedenfalls damals nicht erkannt. Familie Zeppner sorgt sich an diesem Tag vor allem um ihren Vater. Der ist dann auch zu so einer Kundgebung gegangen und kam ewig nicht wieder. Und da haben wir Angst um den Vater gehabt, dass der vielleicht verhaftet wird oder so. Denn mein Vater war immer so Hans Dampf auf allen Gassen. Der ist überall, war der mit aktiv und hat sich auch mit dem Vertreibungsproblem beschäftigt. Schließlich kommt er doch wohlbehalten nach Hause. Für Zepners und Radischs kehrt der Alltag zurück. Görlitz in den 50er Jahren. Die Lebensverhältnisse bessern sich. Kein Hunger mehr. Aufbruchstimmung. Die jüngere Generation wollte aus dem Elend heraus. Diese Jugendlichen wussten, wofür sie lernen. Sie wollten sich einen neuen sozialen Status erobern. Deshalb heißt Neuanfang für die Kinder von Köslitz jetzt, sich um ihre Ausbildung zu kümmern. Sie haben nun die gleichen Startbedingungen wie die Alteingesessenen. Egger Zeppner lernt Feinoptikerin, Ingrid arbeitet erst in der LPG und dann in einer Schuhfabrik. Siegfried Radisch wird Polizist bei der Wismut, sein Bruder Günther Berufskraftfahrer beim Handelstransport. Helmut schließlich Maschinenbauer und Lastwagenfahrer. Anne-Rose Zeppner studiert Pädagogik. Sie will Lehrerin für Geografie und Geschichte werden. Eine erstaunliche Entscheidung. In der Schule hatte ich immer schon Geschichte in der 1, weil ich sehr geschichtsinteressiert war. Und sodass ich dann auch Geschichte studieren konnte, so wie es der Lehrplan der DDR vorschrieb. Und da ich eine disziplinierte, folgsame Schülerin immer war, habe ich nie mit irgendwelchen Prämissen der Öffentlichkeit in Konflikt gestanden. Hartfried Zeppner folgt beruflich der elterlichen Tradition und wird Gärtner. Für seinen Beruf geht er auf eine große Reise durch Deutschland, durch ganz Deutschland. Dann bin ich 1955 nach Kassel zur Bundesgartenschau gefahren und bin dann dort drüben geblieben. Da konnte man ja ganz offiziell fahren, das war ja nicht abhauen. Ich habe mir bei der Polizei hier, da kriegte man so einen anderen Zettel und dann bin ich übergefahren.
Und da er nun schon einmal in Westdeutschland ist, nutzt er auch die Gelegenheit, seine Neugier zu befriedigen. Er besucht ein Treffen der Vertriebenen. Das, was Folklore war und so, das war ja alles bestens nicht. Also das war schön und bunt und Musik und alles. Aber wie manche revanchistisch dort und wie die da so oft getreten sind, und das hat mich abgestoßen. Also da habe ich mir gesagt, so kann es ja wohl nicht sein. Wenn wir jetzt nur wieder die Knarre nehmen und dahin ziehen, dann was soll denn das werden? Und er ist nie wieder hingefahren. In der DDR gab es das Kontrastprogramm für die Vertriebenen. Jede Erinnerung wird unterdrückt. Es geht ja auch so, dass in dem Rundfunk darauf geachtet wurde, dass keine Lieder aus dem deutschen Osten, sogar keine Melodien aus dem deutschen Osten, die alten Lieder des deutschen Ostenbacken, gespielt werden durften. Man wollte also in der Beziehung eine totale Abkoppelung von der Heimat erreichen. Es war in der DDR nicht erwünscht, von Vertreibung zu reden. Es war eine Umsiedlung von politisch gesehen, für die oben. Für den, den es betrifft, ist es eine Vertreibung gewesen. Aber das, wie gesagt, das war unerwünscht, weil wir waren im Warschauer Pakt und da musste alles stimmen. Da aber vieles im Osten nicht stimmte, packten seit der Gründung der DDR 800.000 Vertriebene wieder ihre Koffer und zogen weiter in die BRD und nach West-Berlin. Am 13. August 1961 der Mauerbau. Jetzt war keine Flucht mehr möglich. Man war eingesperrt. Natürlich war der 13. August 1961 ein Tag der Menschlichkeit. Denn da wurde dem unmenschlichen Imperialismus der Weg nach Osten vermauert. Und seither können wir in der DDR ungehindert und mit aller Kraft den Sozialismus aufbauen und festigen, nämlich die menschlichste Gesellschaftsordnung. Die Köslitzer gehen nun endgültig ihren Weg in der DDR. Im Jahr des Mauerbaus heiratet Günter Radisch seine Erika und Helmut seine Katja aus Ohorn. Auch bei ihnen gibt es den weit verbreiteten Rückzug ins Private. In der Familie wurde praktisch anders damit umgegangen als in der Öffentlichkeit. In der Familie war es sehr wohl ein Thema, nicht? Und es wurde ja immer als Ungerechtigkeit empfunden. Aber wenn ich sage, ich komme von Polen und Schlesien, bin umgesiedelt, wir sind rausgeschmissen worden. Aber da war es besser, man guckt erst, wer in der Nähe steht, bevor man sowas dann sagt. Wer allein über Flucht und Vertreibung reden wollte, setzte sich dem Vorwurf aus, nicht loyal zur DDR zu sein, auf Seiten der Bundesrepublik zu stehen. Und diese vertrat nach Ansicht der SED eine Kriegspolitik, von der man sich distanzieren wollte. Krieg wollte keiner mehr, auch nicht die Vertriebenen. Und damit blieb ihr Schicksal in den 70ern und 80ern ein Tabu. Anne Rose, die Geschichtslehrerin, hätte sich mit dem Problem eigentlich im Unterricht herumschlagen müssen. Doch das Thema tauchte einfach nicht auf. Ich habe mit der DDR keine Probleme gehabt. Auch nicht mit der DDR-Ideologie. Das war für mich kein Grund, irgendwie negativ aufzutreten, also es zu empfinden. Das Schweigen in der DDR haben die meisten akzeptiert. Offensichtlich hat die ideologische Beeinflussung ihre Wirkung gehabt. Die Frage nach der Ursache für den Verlust der Heimat beantworten die Kinder von Köslitz jedenfalls alle ähnlich. Schuld sind wir ja selbst, beziehungsweise unsere Eltern. Ja, und natürlich die Nazis, die haben ja den Krieg angezettelt. So wären sie in Deutschland geblieben, da wären wir auch noch in Niederschlesien. Bei mir hat dann mehr eigentlich der Gedanke Fuß gefasst, dass wir Deutschen selber schuld sind, dass das so weit gekommen ist. Und dass man jetzt die Menschen,
die nun dort angesiedelt wurden, waren im Prinzip ja genauso arme Luder wie wir. Gegenüber denen, die jetzt in ihren Wohnungen leben, empfinden sie keinen Hass. Sind doch diese Polen selbst Vertriebene aus dem Osten ihres Heimatlandes, den die Sowjetunion okkupierte. 1964 war das. Besuche in Koslice hat es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Die Verständigung in gebrochenem Deutsch und mit Händen und Füßen. Briefe wurden hin und her geschickt. Trotzdem ist jeder Besuch in der alten Heimat eine zwiespältige Angelegenheit. Als ich da stand, da hatte ich schon schwer. Weil bis dahin waren meine glücklichsten Kinderjahre. Und wenn man jetzt so sieht, man kommt mit einer Hoffnung dahin und dann findet man gar nicht mehr vor, bloß das Stück Acker, das ist schon ganz schwer gewesen. Wo ich meine Familie vorfinde, wenn ich irgendwie heimkomme oder so, das ist zu Hause. So sehe ich das. Und die Heimat, das ist das Nest, wo ich geboren bin, wo ich Flicke geworden bin. Das ist meine Heimat und das ist Köslitz. Ich habe das akzeptiert, dass wir raus mussten. So, und jetzt möchte ich auch nicht mehr zurück. Wo ich das gesehen habe, dann zieht es mich nicht mehr nach Hause. Günter Radisch hat erst 2005 wieder den Weg in seinen Heimatort gefunden und nach seiner Kindheit gesucht. Er wurde damals so von seinen Gefühlen überwältigt, dass er ein Gedicht geschrieben hat. Doch eines Tages war es aus. Wir mussten raus aus unserem Haus. Der kleine Zwerg, der wollte mit mir gehen. Doch das durfte nicht geschehen. Ich sprach, mein Freund, du musst nicht traurig sein. Eines Tages komm ich wieder heim. Nach 59 Jahren ist es dann geschehen. Ich fuhr zu meinem Heimatdorf, um nach dem Berg zu sehen. Ich fand den Fliederbusch und mein Herz, das wurde schwer. Ich fand meine Kindheit, den Zwerg aber nimmermehr.